gab ja ein neues Video. Früh ab morgen halb sechs bin ich unterwegs. Wohin? Zum Flughafen. Es geht nach Deutschland. Und wieder hat sich mal mein Taxiservice von Kudeng, den ich also immer benutze, wenn ich ein Taxi brauche, nach Bangkok oder überall hin, pünktlich da. Heute habe ich einen ganzen Minibus für mich alleine. Die Fahrt, Abholung oder zu einem Punktflughafen zu bringen oder abholen, 1300 Mann. Ja, die Nummer werde ich euch einblenden. Ein guter Service, immer pünktlich, seit 35 Jahren nutze ich den Service von Kudeng. Ja, das geht zum Flughafen. 10 Uhr geht mein Flug. Gehen wir jetzt gleich weiter vom Flughafen. Ja, wir nähern uns jetzt den Flughafen oder sind jetzt da. Viele Maschinen stehen hier. Ob die alle benutzt werden. Ja. Emirates-Schalter. 3 Stunden vor Abflug. Ganz schön viele Leute hier. Und ich natürlich mit meinem Gepäck reichlich. Ja, neu am Flughafen. Roboterreinigungsmaschinen. Ganz schön gut besucht beim Check-in. Schöner A380. Ja, A380 nach Dubai. Mal gucken, ob er voll wird. Der Bus ist gut gefüllt. 530 Leute an Bord. Nicht schlecht. Dafür, dass Corona war. Wenig Leute fliegen. Ja, 530 Leute an Bord. Ja, Dubai Flughafen, voll. So. Dubai Airport, 13.13 Uhr Ortszeit, rappelvoll. Alles voll hier. Gehen natürlich die Fastlane. Ja. Wir nehmen die Fastlane. Rollstuhlservice. Ist immer schneller dabei. Ja, wenn man so einen Rollstuhlservice beantragt, brauchst du nicht beantragen gesagt, brauchst du einen Rollstuhlservice, kommst du überall bei den Fastlane. Na, ruckzuck durch, brauchst dich nicht in den Schlangen anstellen, hast du einen Tourguide dabei, fährst du mit dem Golfwagen. Ja, jetzt warten wir auf die U-Bahn. Dann kommen wir jetzt die U-Bahn zum nächsten Terminal. Und wenn ich das alles selber zusammensuchen muss, dann wissen wir mal lange unterwegs. Jetzt müssen wir von A nach B, ja, das dauert schon mal seine Zeit. Sind wir schon fast 20 Minuten unterwegs und in 40 Minuten ist dann wieder Boarding. Ja, und mit so wenig Gepäck reise ich. Ja. Heute hat es mal wieder lange gedauert beim Zoll. Ich muss ja mal eine Zollerklärung machen. Oh. Und da habe ich die vom letzten Mal die Rechnung schon, damit sie nur noch die Warennummer alles abtippen müssen. Aber da war eine neue, dann haben sie die gezeigt, wie das geht. Dann hat er natürlich gute 20 Minuten gedauert. Aber was soll's, alles fertig. Und jetzt kommt der Stefan.
ein Abonnent von mir von YouTube und der wollte mich unbedingt abholen. Ja, muss ich zu mir selber sagen, willkommen in Deutschland. Ja, und dann gibt es auch noch schöne Videos von Deutschland und natürlich weiter Infos aus Thailand. Ja, gut angekommen jetzt zu Hause. Mein Zweithome in Germany. Ja, ausgepackt. Ja, und mal gucken, ob ich jetzt noch eine Runde schwimmen gehe. Mal schauen. Ja, und das war's dann. Guck mal andersrum, ein bisschen Licht. Auch nicht. Ja, das war's dann jetzt. Reise von Thailand nach Deutschland. Ja, würde ich sagen, bis dann. Tschüss, der Dieter.